Veränderungen und die Corona-Zeit, einige nennen sie Krise, also es war echt heftig, keine Frage, meistern. Mein Input heute, die Antwort auf die Frage, wie viele Stunden wollen Sie arbeiten oder wie viele Stunden wollt ihr arbeiten? Die Antwort auf die Frage gibt natürlich nicht ich, sondern die gibt jeder von euch selbst. Wie viele Stunden wollt ihr arbeiten? Und warum ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Frage? Weil um das zu schaffen, um die Herausforderungen zu schaffen, zu wuppen in einer Qualität, die auch geeignet ist, um die Herausforderungen wirklich zu schaffen, glaube ich, braucht Konzentration, Fokus und Kraft. Und wenn wir immer nur im Hamsterrad sind und 10, 12 Stunden arbeiten, was auch immer das, die Belastungsgrenze bei dem Einzelnen ist, dann glaube ich, dass es nicht mehr möglich ist, kluge, intelligente Entscheidungen zu treffen. Zum Thema Entscheidung sagt Markus gleich auch noch mehr. Und wenn ich in meinen Vorträgen oder Führungsseminaren immer wieder frage, wer hat denn ausreichend Zeit und Kraft für Strategie, Konzeption, vorausschauende Planung, dann melden sich in dutzenden Umfragen, die ich gemacht habe, immer weniger als 10%. Weniger als 10%. Denn ich finde, wenn wir nicht als Führungskräfte, aber auch als ganz normale Mitarbeiter nicht genug Zeit haben oder auch als Nichtangestellte, wenn es da die eine oder andere Person ist, die einfach zu Hause ist und sich um den Haushalt oder andere wichtige Sachen kümmert. Ich glaube, wir brauchen immer wieder diese konzentrierte Zeit, um in die Zukunft zu schauen und Dinge vorausschauend zu planen. Dann können wir erfolgreich sein, wenn wir das zu wenig machen, dann werden wir immer wieder in diesem Hamsterrad sein und uns wundern, warum komme ich irgendwie nicht von der Stelle? Ich erinnere mich an einen Tag im Sommer 2000. Ich war damals angestellt bei Unilever und ich war so einer von diesen super ehrgeizigen jungen Typen, ja, immer viel gearbeitet, karriereorientiert natürlich, zielorientiert. Und das war so ein schöner, lauer Sommerabend, so wie wir ihn vor einigen Wochen hier in Deutschland etliche Male hatten. Ich bin im Büro und ich arbeite so bis 21.30 Uhr, 22 Uhr. Dann fahre ich auf dem Fahrrad nach Hause und fahre an der schönen Hamburger Alster entlang. Und was sehe ich da oder was höre ich da, da es ja schon dunkel ist? Ich höre und sehe Menschen, die lachen, die sich mit anderen Menschen treffen, grillen, Wein trinken und einfach nur die Zeit genießen. Den Abend genießen. Was mache ich? Ich fahre nach Hause, esse noch ein bisschen was, schalte die Tagesthemen an um 10:30 und schlafe dann schließlich vor den Tagesthemen ein. Und ich glaube, es ist nicht falsch, viel zu arbeiten, ja? Wenn Deadlines da sind, wenn Projekte in einer heißen Phase sind oder von mir aus auch, wenn jemand sagt, ein junger Mensch, egal in welcher Lebensphase, sagt, ich will Gas geben, ich will die nächsten 2, 3 Jahre durchstarten, neu im Job, neu in der Karriere, neu in der Selbstständigkeit. Ich glaube, dass das völlig okay ist, viel zu arbeiten. Ich glaube, die Gefahr besteht darin, dass wir uns so mittragen lassen, was so üblich ist in dem Bereich. Und ich wollte Karriere machen, ja, habe ich auch gemacht. Nur das Problem besteht dann, wenn wir es unbewusst tun. Wenn wir unbewusst unsere Freunde vernachlässigen, wenn wir unbewusst vielleicht auch Familie vernachlässigen, Sport und die Zeit nicht uns selbst. Und ich glaube, dass es dann falsch ist, wenn wir es unbewusst tun. Das eine Idee in meinen 15 Minuten ist, an alle euch da draußen, dass ihr einfach mal ein Mindmap malt, zum Beispiel sowas, mir ist wichtig. Und was auch immer euch wichtig ist, schreibt es drumherum auf die entsprechenden Äste und überlegt mal, wo passt das schon? Wo sagt ihr Haken dran, genauso wie es sein soll? Was kommt zu kurz und was nimmt zu viel Raum ein? Entscheidend, um die Frage dafür zu stellen, ist, glaube ich, dass jeder sich auch fragt, was ist mir denn wichtig in meinem Leben ganz grundsätzlich? Was ist mein Warum? Und dafür habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen vor einiger Zeit. Mein Podcast heißt übrigens so Führen wie ein Löwe. Wer den noch nicht kennt, empfehle ich Ihnen auf jeden Fall, den zu hören. Wer mehr über das Thema Führung hören möchte, meine Podcasts sind immer sehr kurz, also verhältnismäßig kurz. 10 Minuten, manchmal 15, selten 20, manchmal 8, 9 Minuten, immer mit konkreten Tipps für das Thema Führung. Und die Folge, die ich hier empfehle, ist die Folge 26, Episode 26 im Podcast.
oder auch als Blog auf meiner Homepage, Blogimpuls 211. Und da geht es um das Warum. Was ist dein Warum? Auch als Ergänzung gerne Episode 2 oder Blog 185. Schreibe ich auch gerne nochmal in den Chat gleich rein, wenn Markus dran ist. Was ist dein Warum? Ich glaube, das ist die Basis dafür, um dann zu sagen auch, wie möchte ich denn mein Leben gestalten? Und zwar bewusst, nicht unbewusst. Ganz klar, dass so jemand wie ich, der schreibt dann auch solche Bücher, die so heißen, Loslassen für Führungskräfte, weil ich eben schwer loslassen könnte. Ich habe viel zu viel selbst gemacht. Ich habe viel zu wenig delegiert und mich auch um Kleinigkeiten gekümmert, um die ich mich vielleicht nicht hätte kümmern müssen. Und das Bild, was ich da immer wieder benutze, das ist eben auch der Löwe. Den habt ihr jetzt schon kennengelernt. Die meisten oder viele von den Zuhörern und Zuhörern kennen ihn schon. Das ist das hier. Denn ein guter Löwe, ein guter Anführer, der jagt eben, wer ist denn im Löwenrudel eigentlich für die Jagd zuständig? Mal bitte in Chat mal reinschreiben, wer ist im Löwenrudel für die Jagd zuständig? Jetzt bin ich gespannt. Ah, gut, wunderbar. Löwinnen, da brauche ich gar nicht weiterlesen. Das wisst ihr. Und warum sind die Löwinnen für die Jagd zuständig? Weil sie die besseren Jäger sind. Sie sind etwas schlanker, flinker und können das Zickzack von den Antilopen, die sie ganz oft jagen, viel besser mitmachen, als das der Löwe kann. Sie sind also die besseren Jäger und deshalb fokussiert sich der Löwe auch auf andere Sachen. Der Löwe ist dafür zuständig, das Jagdrevier zu verteidigen, das große Ganze, wenn ein anderer Löwe kommt oder Löwenrudel und das Jagdrevier. Und es gibt immer wieder Zeiten, auch in der Savanne in Afrika, wo Beute knapp ist, um das Jagdrevier zu verteidigen und somit das Überleben des eigenen Rudels zu sichern. In diesem Jagdrevier können dann die Löwinnen jagen. Aber das große Ganze verteidigen, das Revier, das macht der Löwe selbst. Und jagen wie ein Löwe heißt deswegen, sich auf die wichtigen Sachen fokussieren, die die anderen nicht übernehmen können und auch nicht übernehmen sollen. Selten greift der Löwe mal bei der Jagd mit ein, bei ganz großen Tieren, aber in der Regel machen das die Löwinnen. Vor ein paar Jahren habe ich eine Seminarreihe durchgeführt bei einem meiner Kunden, Talent Development Program, und es gab eine Teilnehmerin, die sagte, mir wird das zu viel. Ja? Ich habe einen Teilzeitvertrag, ich habe ein Kind in der Schule, das kriegt die ersten Probleme in der Schule, weil ich mich nicht gut genug um mein Kind kümmern kann. Und diese Frau hat dann gesagt, ich entscheide jetzt, nur noch 30 Stunden zu arbeiten. Das, was auch in meinem Vertrag steht. Die Chefin war natürlich not amused. Was, du willst nur 30 Stunden arbeiten, aber wenn es brennt, was soll denn das sein? Ab und zu mal Überstunden gehört doch dazu. Und sie hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich möchte meine Arbeitskraft erhalten für das Unternehmen und auch grundsätzlich meine Kraft für mich nutzen können. Das war nicht einfach, das durchzustehen, aber sie hat es geschafft. Und was ist ein Jahr später mit ihr passiert? Ein Jahr später ist sie befördert worden auf eine neue Position. Sie wurde Leiterin der Abteilung Aus- und Weiterbildung für die Azubis, also eine Führungsposition. Das heißt, sie wurde belohnt dafür, dass sie Fähigkeiten entwickelt hat, konsequent zu sein und Prioritäten zu setzen. Denn ich glaube, was lernen wir denn oder was könnt ihr lernen, wenn ihr euch dafür entscheidet, zu sagen, das ist die Wochenarbeitszeit, die ich zukünftig arbeiten werde. Oder zum Beispiel, Wochenarbeitszeit ist eine Möglichkeit, ein anderes Konzept könnte auch sein, ich gehe zu einer bestimmten Zeit nach Hause oder ich nehme mir dienstags, donnerstags und freitags die Freiheit, dann zu gehen, wann es angebracht ist, wenn ich meine 8 Stunden zum Beispiel erfüllt habe und mache dann Sport, was mit Freunden, mit meiner Familie, bin für mich selbst da. Das heißt konsequent sein. Und was lernen wir, wenn wir sowas machen? Wir lernen vielerlei. Wir lernen Selbstführung, nämlich klar Prioritäten zu setzen. Wir trainieren unsere Konfliktfähigkeit, weil wir hier und da anecken und uns durchsetzen müssen damit, dass wir sagen, das bearbeite ich nicht. Ich setze Prioritäten oder ich bearbeite es erst später. Wir entwickeln Effektivität, wirksam zu arbeiten, nämlich für die wichtigen Themen sehr gute und sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Und wir entwickeln uns, glaube ich, auch charakterlich weiter, weil wir einfach Freiheit
gewinnen für uns selbst, wo wir uns immer wieder Kraft, für uns immer wieder Kraft tanken und so sein wollen, wie wir sein, so sind, wie wir sein wollen. Und was wollen Unternehmen von uns? In Mitarbeitern, in Führungskräften und in Mitarbeitern? Menschen, die in der Lage sind, sich selbst zu führen. Menschen, die in der Lage sind, effektiv zu denken und effektiv zu arbeiten. Menschen, die in der Lage sind, Konflikte einzugehen und konstruktiv zu lösen. Genau das, all das, was wir automatisch trainieren, wenn wir von heute auf morgen sagen, ich arbeite nicht mehr open-end, sondern ich setze hier und da eine Grenze. Quantitativ oder eben zum Beispiel an bestimmten Tagen. Das ist das, wozu ich euch alle aufrufe, zu überlegen, in welcher Phase eures Lebens seid ihr, was ist euch wie wichtig und wie viel wollt ihr arbeiten. Ich arbeite mehr als 40 Stunden. Ich habe heute Morgen um 7 angefangen. Das Webinar ist um 7 vorbei, also sind das schon 12 Stunden. Gute Stunde Pause, sind immer noch mehr Stunden, mehr als 10 Stunden, die ich heute arbeite. Was aber eine meiner großen Prioritäten in meinem Leben ist, ich habe 2 Kinder und die sind jetzt in dem Alter, wo sie mit mir noch Zeit verbringen wollen. Und die leben leider nicht mehr in meinem Haushalt, aber ich setze die Priorität, 6 bis 7 Wochen im Jahr mit meinen Kindern voll Zeit zu verbringen und nicht bei Kunden zu sein, sondern bei meinen Kindern zu sein. Ich nehme mir die Zeit, jedes zweite Wochenende ein langes Wochenende zu haben und einen halben Freitag nur zu arbeiten, einen halben Montag und Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Das ist eine meiner Prioritäten. Eine andere Priorität ist heute, Sport zu machen regelmäßig. Eine Priorität ist, Blogs zu schreiben, Podcasts zu schreiben. Führen wir Löwe, guter Podcast. Und immer wieder auf neue Ideen zu kommen, die Führungskräften und Mitarbeitern helfen können, um effektiv Ziele zu erreichen. Mein neuestes Buch heißt, nochmal ein kleiner Werbeblock, Uns kann keiner was. Wie Sie Ihrem Team Sicherheit geben, wenn nichts mehr sicher ist. Nur 100 Seiten. Bewusst ein bisschen kürzer geschrieben, weil ich glaube, viele Führungskräfte nehmen sich eh nicht mehr die Zeit, die 250 Seiten durchzulesen, wie in so einem Loslassenbuch. Und deswegen schreibe ich meine Bücher zukünftig kürzer. Amazon auf meiner Homepage gibt es natürlich weitere Informationen zu dem Buch. Was ich gerne für euch, wozu ich euch gerne inspirieren möchte, ist, sich mal zu überlegen, was ich oft höre nach meinen Vorträgen, kurzen Vorträgen, langen Vorträgen, Impuls, meistens eine Stunde, heute nur 15 Minuten, ist, dass die Führungskräfte überlegen, welche eine Aufgabe kann ich delegieren? Irgendwo gilt es ja anzufangen. Und häufig sagen dann Führungskräfte, je höher die sind, desto stärker sind sie gleich dabei, ganze Projekte oder ganze Aufgabenpakete wegzudelegieren. Und die Frage an euch, welche eine Aufgabe könnt ihr morgen delegieren? Am besten gleich auf den Zettel schreiben, also nicht auf meinen, auf euren Zettel. Welche eine Aufgabe könnt ihr morgen delegieren? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wie viele Stunden pro Woche wollt ihr arbeiten? Wenn es keine Stunden pro Woche sind, ist es vielleicht eine Endzeit bis 18 Uhr. Oder es ist an bestimmten Tagen, mittwochs und montags und mittwochs gehe ich zum Sport, da mache ich um 16 Uhr Feierabend und mache was für mich selbst. Oder mache es mit meiner Familie oder mit meinen Kindern und gehe mit denen einmal die Woche Eis essen oder was auch immer. Das wäre doch mal was qualitativ Tolles, wo sie wirklich das tun, nämlich das Dritte, die Lebensqualität erhöhen. Was wäre denn eine einzige Sache? Was ist eine einzige Sache, die Sie diese Woche noch starten können, dann vielleicht regelmäßig tun, mit der Sie Ihre Lebensqualität, mit der jetzt bin ich mit dem Sie drin, mit der ihr eure Lebensqualität steigern könnt? Eine einzige Sache, was kann das sein? Mein Wunsch für euch ist, dass ihr bewusst Prioritäten setzt und bewusst Fähigkeiten entwickelt, die euch dazu in die Lage bringen, diese Prioritäten konsequent zu setzen und die euch auch in die Lage versetzen, konsequent und sehr gut euren Job zu machen und euch auch für weitere Jobs zu qualifizieren. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg dabei und beste Ergebnisse und natürlich auch Lebensfreude bei dem, was ihr jeden Tag tut. Alles Gute, viel Erfolg, euer Markus Lotzer.